Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu dem heutigen Interview mit meiner Interviewpartnerin, Interviewgast Erika West mit dem Thema Darmgesundheit. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe zu danken, dass du die Zeit gefunden hast, mir praktisch hier jetzt Rede und Antwort zu dem Thema Darmgesundheit zu stehen, weil dieses Video auch ja im Prinzip der Auftakt zu unserer gleichnamigen Artikelserie auch werden wird. Und insofern finde ich das ganz, ganz schön, dass Erika, dass du praktisch jetzt hier ja noch so ein paar Eingangsfragen auch dazu beantworten kannst, weil ich für mich persönlich in der Artikelserie meinen Weg beschreibe, meine Beweggründe beschreibe, warum ich gesagt habe, okay, ich beschäftige mich jetzt mit meinem Darm, ich schaue, wie ich ihn wieder regenerieren und aufbauen und gesunden kann. Und habe praktisch in der Artikelserie wirklich meine Beweggründe, meine einzelnen Wege, also ich habe viele verschiedene Sachen ausgetestet, beschrieben, wie es mir damit ging, was für Veränderungen damit auch einhergingen. Und deswegen finde ich es ganz schön, dass wir jetzt auch, ja, ich sag mal so auf medizinisch-wissenschaftlicher Basis so ein bisschen einen Eingang auch dazu finden. Erika, du bist ja im Prinzip Organisatorin des Darmbewusstseins-Online-Kongresses. Ja. Ernährungs- und Gesundheitsexpertin mit dem Schwerpunkt Darmgesundheit. Und insofern, ja, bin ich ganz gespannt, was du uns jetzt hier mit auf den Weg geben wirst. Ich habe ja mal so ein bisschen geguckt, also es gibt ja zum Thema Darm, wird ja immer noch so ein bisschen unter vorgehaltener Hand drüber gesprochen, gibt es ja die unterschiedlichsten ja, Aussagen, Zitate, wie auch immer. Und was mich sehr beeindruckt hat und auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, war, dass die Japaner im Prinzip den Darm als Hara betiteln, also als Bauch beziehungsweise Quelle des Lebens oder eben auch Zentrum der körperlichen und geistigen Mitte. Und wenn man noch weiter zurückschaut, auch Hippokrates und auch Paracelsus im 16. Jahrhundert schon festgestellt hat, dass im Prinzip ja der Tod im Darm sitzt, beziehungsweise der Darm unser Immunsystem ist. Was hat das denn mit diesen Aussagen so wirklich auf sich? Kann man dem 100% Glauben schenken oder sollte man das ein bisschen abschwächen? Also meiner Meinung nach auf jeden Fall. Also da steckt ganz, ganz viel Wahrheit drin. Und ich frage mich ja dann auch immer so, manche Dinge, das sind ja Fakten, ja. Und wenn es sich um Fakten handelt, dann brauchen die nicht irgendwie weiter manipuliert, weiterentwickelt oder irgendwie in Frage gestellt werden. Und ich bin sehr großer Fan der alten Medizin. Ich denke, früher waren die Leute ja noch viel naturverbundener und deswegen mit Sicherheit auch viel gesünder und hatten nicht, mussten sich nicht mit diesen modernen Krankheiten rumschlagen, wie wir sie heutzutage haben. Und diese Aussage, dass quasi der Bauch oder der Darm die Körpermitte ist, das stimmt ja schon allein rein optisch, weil er sich in der Mitte befindet. Und warum dieser Bereich jetzt so eine große Bedeutung hat, lässt sich also meiner Meinung nach ganz einfach dadurch erklären, dass der ganze Verdauungstrakt, ja, also der ist ja nicht nur dafür da, dass wir Nahrung aufnehmen und die irgendwie verarbeiten und quasi unseren Körper damit füttern, sondern also Verdauung ist nicht nur rein organisch, sondern eben geschieht auch auf geistiger Ebene. Also wir müssen quasi unser ganzes Leben verdauen. Also nicht nur das Essen, was wir reinschieben, sondern alles, was wir hören, alles, was wir sehen, alles, was wir fühlen, alles, was wir spüren. Das sind ja alles Wahrnehmungen und die werden genauso verdaut auf demselben Weg. Also der Darm ist nicht nur der Speicher für unsere Nahrung, unsere organische Nahrung, die uns nährt, sondern auch für alles, was ebenso auf geistiger Ebene abläuft. Das heißt, gerade wenn wir negative Erfahrungen machen, ja, weil darum geht es eigentlich, weil alles, was positiv ist, das flutscht immer total einfach durch, genauso wie eine gesunde, vitale Ernährung. Ja. Aber alles, was negativ ist, was Probleme betrifft, wovor wir Angst haben, wo wir Widerstände haben, das flutscht eben nicht so einfach durch. Und der Darm ist ein ganz großes Auffangbecken für diese Emotionen, also jetzt nicht nur für den organischen Müll,
quasi die schlechte Ernährung, die dann irgendwann so hängen bleibt und alles verschlackt und vergiftet, sondern auch eben das, was wir sonst noch so von unserer Umwelt mitbekommen. Das wird auch alles im Darm gespeichert. Ja, und ich mal da immer so ein Bild. Quasi ist der Darm wie so wie Gorleben, ja, wie so ein altes Salzbergwerk, ja. So in regelmäßigen Abständen kommt dann hier so ein Zug und später der LKW mit seinen Kastoren und die werden dann da drin verbuddelt, ja, hochgiftig, hochtoxisch, aber aus dem Augen, aus dem Sinn. Genauso führen wir auch unser Leben. Unser Darm ist quasi so ein Stollen, ja, und da sammeln sich immer mehr von diesen Giftfässern an. Und irgendwann geht's nicht mehr. Irgendwann fliegt uns dieses ganze Ding um die Ohren. Und das kann sich dann eben auf ganz, ganz unterschiedlichen Art und Weisen quasi zeigen. Ja, genau. Da wollte ich dich nämlich fragen, wie sich das äußern kann. Also ich sag mal so, du wirst es wahrscheinlich nicht pauschalisieren können, weil jeder Mensch ja individuell ist und insofern wahrscheinlich auch völlig anders als der neben mir reagiert bei bestimmten Sachen. Aber so ein paar Symptome oder Krankheiten, die man einfach grundsätzlich darauf zurückführen könnten kann, dass der Darm eben nicht mehr in seiner Ursprungsfunktion wirklich nachkommen kann. Was könnten das so sein? Also in gewisser Weise kann man es sehr wohl pauschalisieren. Das ist so das, was es irgendwie so faszinierend auch macht, weil man kann davon ausgehen, dass wenn es sich um eine chronische Erkrankung handelt, also nichts Akutes, ja, also eine chronische Erkrankung, das kann eine Allergie sein, das kann eine Autoimmunerkrankheit sein, das können einfach nur dauerhafte Schmerzen sein, irgendwas so in der Richtung, da kann man immer darauf wetten, dass der Darm beteiligt ist. Denn was alle diese chronischen Erkrankungen gemeinsam haben, sind Entzündungen. Durch diese Entzündungen entstehen diese chronischen Erkrankungen. Und wenn es jetzt zum Beispiel eine Arthritis ist oder eine rheumatische Erkrankung, dann zeigt sich das meistens an verschiedenen Körperstellen, an Händen, Füßen, Beinen oder so. Dann stellt man sich natürlich die Frage, was hat mein Darm damit zu tun? Da ist doch eine gewisse Entfernung da. Aber dann muss man sich eben die Frage stellen, wie ist die Entzündung genau an diese Stelle hingekommen? Und die Antwort darauf ist ganz einfach. Der Entzündungsherd ist immer der Darm. Die Entzündung entsteht immer im Darm. Und vom Darm durch das Leaky Gut eben auch, das beeinflusst das eben noch sehr, hat eben die Entzündung auch die Möglichkeit, an alle Körperstellen sich auszubreiten. Sie wandert dann quasi an irgendeine Stelle. Und warum es jetzt speziell an die eine oder andere Stelle oder das eine Symptom oder das andere Symptom erzeugt, das ist eben sehr individuell und personenabhängig. Weil da, also wenn man dann sich ein bisschen auskennt mit Psychosomatik und den seelischen Ursachen von Erkrankungen, da lassen sich dann immer Verbindungen herstellen, dass wenn man quasi die und die Themen, gerade mit denen sehr im Konflikt steht, dass sich dann eher das eine Symptom zeigt als eben das andere. Also praktisch sucht es sich dann auch so die Schwachstellen im Körper aus, ne? Also genau. Was nicht ganz so gestärkt ist, sondern eben anfällig. Und was ich auch nochmal betonen möchte, ist, dass eben auch die neurologischen Erkrankungen, also quasi sowas wie Depressionen, Parkinson, Alzheimer, auch der Autismus, das sind ja alles Entzündungen im Gehirn, ja, das sind auch Entzündungen. Und die hängen auch direkt mit dem Darm zusammen, weil es gibt ja eine Darm-Hirn-Achse. Ja. Ja, das ist ja mittlerweile, wird das ja immer bekannter, dass es da eine Verbindung gibt. Und interessanterweise ist die Verbindung auch so, dass viel mehr Informationen vom Darm in Richtung Gehirn gehen, als umgekehrt, ja. Und wenn man dann noch weiß, dass 95% des Serotonins, also des Glückshormons, im Darm produziert werden und das funktioniert eben nur, wenn der Darm einigermaßen intakt ist, dann kann man sich auch herleiten, warum Depressionen so eng verbunden sind mit Darmerkrankungen oder mit Dysbiosen, wie man das nennt, also wenn quasi die Darmflora nicht mehr in ihrer Balance ist. Ja, wobei ich, also weil du das jetzt gerade ansprichst mit der Darmflora,
Ich würde jetzt mal die Vermutung aufstellen, wenn ich so schaue, was wir hier in der westlichen Welt ja zu uns nehmen, beziehungsweise auch, wenn wir jetzt mal krank sind und beim Arzt sind, zu uns nehmen müssen. Also ich schaue jetzt einfach mal so auf die kleinen Kinder auch, aus Erfahrung auch mit meiner Tochter. Wenn sie da irgendwie krank war und zum Beispiel ein Streptokokkentest gemacht wird, das wird ja sofort, wenn sie Halsschmerzen haben, wird er ja sofort gemacht. Und sobald es ein bisschen ausschlägt, sind es ja schon Streptokokken und wird sofort Antibiotika oder Penicillin verschrieben. Das heißt, man kann ja eigentlich davon ausgehen, dass 100% der Bevölkerung zumindest in ihrem Leben ein bis zweimal Antibiotikum zu sich genommen hat. Und mittlerweile, das sagen ja nun auch viele Ärzte, weiß man ja, dass das Antibiotikum die Darmflora schädigt. Und ich kann mich zum Beispiel nicht einmal erinnern, dass nach der Antibiotikagabe ein Aufbaupräparat verschrieben wurde, also dass man die Darmflora wieder regenerieren kann. Mhm. Das heißt, ich muss doch eigentlich davon ausgehen, dass wir alle in Deutschland, ich gehe jetzt einfach mal nur von Deutschland aus, in den anderen Ländern wird es vielleicht genauso sein, alle eine geschädigte Darmflora haben. Auf jeden Fall. Und das, was die Darmflora schädigt, sind ja nicht allein nur die Medikamente, ja, sondern da spielt auch die Ernährung eine große Rolle und vor allem aber auch der Stress. Die Darmbakterien sind sehr, sehr stressempfindlich auch. Mhm. Und zu dem Stress kommt noch der ganze Elektrosmog hinzu, die ganze WLAN- und Handystrahlung. Also das sind einfach so viele Punkte, dass also viele Experten ja auch sagen, man muss sich eigentlich ständig irgendwie um den Darmaufbau kümmern. Ja, da kann man so zweigeteilter Meinung sein, aber wo wir mittlerweile in unserer Gesellschaft hingekommen sind, ist einfach, dass unser Körper, unsere Organe ihre Arbeit nicht mehr leisten können. Ja, normalerweise entgiftet unser Körper ja ganz von alleine. Dafür haben wir ja einen Darm, eine Niere, eine Leber und so weiter. Aber die Belastungen sind so überproportional höher geworden, dass unsere Organe das gar nicht mehr alleine schaffen können. Also zumindest nicht, wenn wir dieses typische städtische Leben mit diesem ganzen Stress führen. Ja, wenn ich natürlich irgendwo auf dem Land bin, fast autark und in totaler Ruhe, ist das natürlich was ganz anderes. Aber wenn man eben so sagen wir mal, hier moderne Leben führt, kommt man eigentlich nicht mehr drum herum, wenigstens ein- oder zweimal im Jahr sich wirklich komplett zu entgiften und die Organe zu unterstützen. Das heißt also, egal was ich habe, ob ich jetzt unter Migräne leide, ob ich Allergien habe, ob ich vielleicht nach dem Essen ein Völlegefühl habe, ich kann eigentlich immer davon ausgehen, sofern es mir nicht wirklich 100% gut geht und ich voller Vitalität strotze und gesund bin, dass der Darm irgendwie in Mitleidenschaft gezogen ist. Mhm. Bei allen chronischen und wiederkehrenden Symptomen ist das der Fall. Ist das der Fall. Mhm. Ja, wie kann ich denn dann, also ich meine, das ist ja ein sehr komplexes Thema, vor allem wenn du auch angesprochen hast, dass ja im Prinzip unser gesamtes Leben auf unseren Darm Einfluss hat. Also wenn ich jetzt hier so in der Stadt lebe, kann ich mich dem ja kaum entziehen. Also ich kann vielleicht hier zu Hause das WLAN durch Kabel minimieren, aber der Nachbar hat trotzdem WLAN, was durch die Wände strahlt. Ich bin auf Arbeit, dem Stress bin ich trotzdem ausgesetzt. Kann ich vielleicht privat noch ein bisschen was tun, um ein bisschen Entspannung in mein Leben zu bringen? Aber wie fange ich denn da jetzt an, wenn ich sage, okay, ich möchte für meinen Darm jetzt was tun, aber ja, ich sehe den Wald vor lauter Bäume nicht. Also Ernährung spielt eine große Rolle. Ja, man sollte da mal schauen oder mal einfach mal ein Protokoll führen, was man denn so täglich zu sich nimmt. Ja, es gibt so ein paar Dinge, wo ich sage, auch wenn sie nicht jeder Person irgendwie Probleme bereiten, bin ich davon überzeugt, dass es auf Dauer nicht gut ist für den Darm. Ja, oder beziehungsweise nur in Maßen. Also zum Beispiel das leidige Thema Fleisch. Also ich habe gar keine Probleme damit, wenn jemand Fleisch isst. Ja, in Maßen natürlich. Also wir brauchen das auf jeden Fall nicht täglich
auf dem Teller haben. Aber man sollte da wirklich eine gute Auswahl treffen. Ja? Denn wenn man jetzt schon weiß, Antibiotika ist schlecht für den Darm, dann macht es ja keinen Sinn, dass ich kein Antibiotika mehr nehme, sondern da auf Alternativen zugreife und dann aber billiges Fleisch kaufe, das mit Antibiotika geradezu verseucht ist, ja, durch die Massentierhaltung. Das heißt also, und das ist eigentlich so, warum es so gut passt, denn wenn ich auf die Qualität des Fleisches achte, ja, dann kostet das natürlich auch seinen Preis und automatisch werde ich auch weniger davon essen und dann passt es eigentlich wieder, ja. Eine andere Sache sind zum Beispiel die ganzen Milchprodukte. Ja, also ich würde die jetzt gar nicht mehr als Milch bezeichnen wollen. Den ganzen industriellen Prozess, den sie hinter sich haben mit Pasteurisierung, Homogenisierung, man kann gar nicht mehr von Milch sprechen. Ja. Also ich kann da ein Lied von singen. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das ist vielleicht auch, weil das passt gerade so schön. Ja. Ich hatte ja aufgrund meines Heuschnupfens und weil die meine Umgebung dann irgendwann mal gesagt hat, Mann, jetzt nervt's aber langsam auch, habe ich mich dann dazu entschlossen, zu einer Heilpraktikerin, die ich sehr gut kannte, zu gehen und die hat eine Bioresonanztherapie bei mir gemacht. Es hat auch wunderbar alles funktioniert, aber im Vorfeld hat sie eben getestet auf Allergien. Und was mich so wirklich geschockt hat, war, dass ich sagte, du hast eine Milcheiweißallergie, Kuhmilch, ne? Ich sage, kann nicht sein, ich es ist mein Leben lang, trinke ich gern Milch, esse Joghurt, esse Quark und nichts. Also ich habe keine Bauchkrummeln und gar nichts. Also mir ging es wirklich gut. Und musste aber dann aufgrund dessen wirklich alle Milchprodukte für 6 Wochen weglassen. Thema Fleisch war dann auch ein Thema, weil im Fleisch auch Milch enthalten ist, Milcheiweiß. Und nach den 6 Wochen habe ich mich so sehr darauf gefreut, wieder ein Latte Macchiato mit richtiger Milch zu trinken. Und da habe ich gemerkt, ja, sie hatte recht. Es bekommt mir nicht. Also es ist jetzt nicht so wie bei manchen, die vielleicht sofort auf Toilette rennen müssen oder so oder Bauchkrämpfe hatten, aber mir bekam es einfach nicht mehr. Wo ich dann gesagt habe, das ist mir vorher nicht aufgefallen, weil man eben nicht diese Sensibilität mehr hat, um auf die einzelnen Befindlichkeiten auch zu achten. Ne? Also das sind so winzig kleine Signale des Körpers, die man einfach gar nicht mehr gar nicht mehr bewusst wahrnimmt. Und als wir dann in Bayern, wir sind sehr oft in Bayern zum Wandern, wirklich bei einer Bäuerin die Milch frisch von der Kuh gezapft getrunken haben, wo sie sagte, eigentlich dürfte ich ihn dir gar nicht verkaufen, weil sie müsste noch diesen und diesen und diesen Prozess durchlaufen. Da war nichts. Also ich meine, ich trinke heute keine Milch mehr, aber ich wollte damit, also deine Aussage einfach nur mal bekräftigen, dass es uns wirklich nicht gut tut, dieses milchähnliche Produkt, was es da zu kaufen gibt, zu sich zu nehmen. Eigentlich ist es ja auch ganz logisch, weil die Milch ist ja für die Kälber gedacht. Ja. Ja? Und sie hat eine ganz andere Zusammensetzung als jetzt die Muttermilch. Das Schlimme ist halt, dass es so zu einer Gewohnheit geworden ist, dass man es nicht hinterfragt. Aber wenn man sich wirklich mal mit dem Thema beschäftigt, ist es eigentlich schon fast pervers. Ja, das stimmt. Ja, und für die Milch gilt dasselbe wie für das Fleisch auch. Ja, die Milch ist eigentlich auch verpestet mit Antibiotika, weil das immer in das Futter der Tiere reinkommt und damit natürlich auch in die Milch. Und Antibiotika ist ja nur das eine. Da sind auch Viren drin, da sind Krankheitserreger drin. Wenn man sich vorstellt, wie oft diese Kühe entzündete Euter haben mit Blut, mit Eiter, das landet auch alles in der Milch. Also man muss nicht so naiv sein und glauben, das wird dann alles irgendwie da wieder rausgefischt, ja. Naja, man sieht es halt nicht. Also wer wirklich nicht auf Milch verzichten mag, der kann dann zurückgreifen auf andere Produkte. Also zum Beispiel Ziegenmilch ist lange noch nicht so belastet, genauso die Schafsmilch nicht. Und wer irgendwie die Möglichkeit hat, an Rohmilchprodukte, Rohmilchbutter, Rohmilch irgendwie ranzukommen, das ist immer noch die beste Alternative. Und da gilt es auch. Also es ist wahrscheinlich auch nichts, was man irgendwie täglich irgendwie zur Verfügung hat. Und es sollte es auch nicht sein, weil wie gesagt, ja, das ist eigentlich die Nahrung der Kälber und nicht für uns gedacht. Ja, das war wahrscheinlich so geschichtlich, war es irgendwann mal, gab es eine Ausnahmesituation, wo es ums Überleben ging und man festgestellt hat, hier, das bringt uns, das hilft uns, ja, so können wir überleben. Also ich weiß, bei meinem Papa war das nach dem Krieg, ne, da wurden die wirklich vom Bauern, da haben sie dann 2-mal in der Woche Ziegenmilch zu trinken bekommen, damit sie eben wieder zu Kräften gekommen sind. Mhm. Ja.
Aber das haben wir ja nicht mehr. Ja, genau. Zu einer Gewohnheit geworden, einer sehr, sehr schlechten Gewohnheit. Ja, und das Dritte, was ja auch immer, also schon recht bekannt ist, ist das Gluten. Wobei ich überzeugt bin, dass es eigentlich nicht nur das Gluten ist. Also ich glaube eher, dass, und das gleicht sich auch mit dieser Laktoseintoleranz, dass die Probleme sich irgendwann so sehr gehäuft haben, dass die Industrie quasi ein Eingeständnis machen musste, dass es einen Faktor gibt in diesem Produkt, der manchen Probleme macht. Aber ich glaube nicht, dass es die Laktose allein ist oder das Gluten, sondern ich glaube, dass es insgesamt das moderne Getreide, also dieses überzüchtete Getreide ist. Da ist das Urgetreide wieder, ne? Kommt dann wieder eher in Frage. Das also, muss man eben ausprobieren. Ja? Also es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, wir sind gar nicht geeignet für Getreide. Aber wie gesagt, gerade in Ernährungssachen, da gibt es so viele Meinungen, so viele Überzeugungen. Und der einzigste Weg, den es da gibt, ist wirklich die eigenen Erfahrungen zu machen und wirklich wieder diese Sensibilität, die du vorhin genannt hast, wieder zurückzugewinnen und selber für sich zu entscheiden, was tut mir gut und was nicht. Weil das sind mir, denke ich, sehr unterschiedlich. Ja, also wenn ich mir das so anschaue, wenn ich da jetzt so eine Darmsanierung in Betracht ziehe, dann stehe ich ja wirklich vor dem Berg, oh Gott, jetzt hat sie erzählt, kein Fleisch, keine Milch, kein Gluten. Was esse ich denn da jetzt noch? Also wie würdest du denn jetzt sagen, also ich meine, wie gesagt, ich habe ja aus meiner eigenen Erfahrung geschrieben, wie ich es dann angegangen bin, aber das muss ja nicht für alle adaptierbar sein. Aber was würdest du denn jetzt den Zuschauern auf den Weg geben, dass es auch eine erfolgreiche Umstellung sein würde? Wenn ich alles auf einmal mit der Brechstange mache, dann dauert das nicht lang und ich verfalle ja wieder in meine alten Muster. Und der Weg ist ja relativ lang, bis der Darm sich wieder wirklich regeneriert hat. Das heißt, ich brauche ja einen langen Atem, um das durchzustehen. Ja, also für die wenigsten eignet sich dieses Radikale, ja, dass man komplett alles von heute auf morgen umstellt. Was immer, finde ich, ein sehr schöner Weg ist, einfach ein vorheriges Fasten einzulegen, um einfach mal den gesamten Verdauungstrakt zu entleeren und auch nicht nur zu entleeren, sondern das bedeutet ja auch, dass er nichts zu tun hat. Das heißt, es ist wie Urlaub für unseren Darm, dem das mal zu gönnen und danach die Ernährung umzustellen. Und dann würde es sich empfehlen, eben tatsächlich mal auszutesten, was das größte Problem ist. Ja, welcher Nährstoff, ob das jetzt Milch ist, Fleisch oder Getreide oder sonst irgendwas. Und damit anzufangen, das mal wirklich ganz bewusst wegzulassen. Und dann kommt man ja wieder in dieses Gefühl und man wird den Unterschied merken. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man mal einen Rückfall hat. Denn dieser Rückfall bringt auch wieder eine Erfahrung, nämlich man bemerkt den Unterschied vorher, nachher. Ja. Und das ist immer die größte Motivation, das auch weiter durchzuführen. Und wenn man dann schon gemerkt hat, hier, ich habe jetzt zum Beispiel die Milchprodukte weggelassen und es geht mir besser, dann ist man auch motiviert, vielleicht nochmal ein Experiment mit Getreide, Fleisch oder sonst irgendwas zu machen und zu schauen, was dann passiert. Oder genauso, dass man einfach mal probiert, den Rohkostanteil tagtäglich einfach zu steigern. Ja, dass man weil das ist ja immer ein Riesenproblem, dass kranke Därme können Rohkost nicht verdauen. Deswegen hat Rohkost immer so diesen Ruf, also kann ich nicht verdauen, ich bin nicht der Typ dafür. Aber man muss kein Typ dafür sein, sondern das hängt alles von dem Zustand des Darms ab, ob das funktioniert oder nicht. Wäre denn dann eine Alternative, weil ich könnte mir vorstellen, dass Rohkost dann schon auf dem höheren Level liegt, also wenn man jetzt gerade anfängt umzustellen, dass man statt diesem hohen Rohkostanteil sagt, okay, dann versuche ich das erstmal mit einem grünen Smoothie, weil das könnte ich mir vorstellen, dass der Darm das vielleicht doch besser verarbeiten kann, bevor er sich so richtig regeneriert hat. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil da hat ja quasi der Mixer schon die Arbeit geleistet, das, was der Darm eigentlich machen muss. Aber man kann auch einfach so kombinieren zwischen Rohkost und Kochkost. Ja, wichtig ist halt nur, dass man zuerst die Rohkost zu sich nimmt und dann die Kochkost. Ja, das ist die bessere Variante. Und das einfach langsam, ich meine, das kann eine halbe Möhre sein, bevor man irgendwie, was weiß ich, Bratkartoffeln isst oder so.
Ja, und das dann langsam zu steigern, je nachdem, wie man sich fühlt. Ja, habe ich das Gefühl, das geht gut, dann lasse ich das. Vielleicht mache ich das nächste Mal mehr. Vielleicht ersetze ich sogar ein komplettes Mittagessen durch einen Salat, ja, anstatt hier irgendwas Gekochtes. Und wichtig ist eben auch, weil ich vorher das Fasten erwähnt habe, wirklich auch dauerhaft den Darm nicht so sehr zu strapazieren. Weil was eben jetzt in der modernen Zeit passiert ist, ist, dass wir viel zu viel auch essen. Ja? Und wir essen schon lange nicht mehr, weil wir hungrig sind, sondern wir nutzen das Essen, um irgendetwas damit zu kompensieren. Irgendeine schlechte Laune, irgendein Problem, das uns irgendwie belastet. Ja, das wird alles oft und gerne durch Essen kompensiert. Und da kann ich nur dazu raten, sich mal mit dem intermittierenden Fasten auch zu beschäftigen. Das bedeutet also jetzt, der ganz klassische Zeitabstand ist, dass man nicht vor 10 Uhr morgens beginnt zu essen und um 18 Uhr die letzte Mahlzeit hat. Ja, also das, wenn das jetzt für einen, der ganz andere Gewohnheiten hat, jetzt ein bisschen zu extrem ist, dann kann man das ja langsam anpassen. Aber so hat der Darm ganz, ganz lange Zeit, nämlich 16 Stunden Ruhe, wo er nichts verdauen muss. Und das braucht er einfach, um gesund zu bleiben auch. Also wir machen das ja auch so. Das war für mich auch eine Umstellung, weil ich früher eigentlich auch ohne was zu essen nicht aus dem Haus gehen konnte. Und jetzt sind wir halt wirklich, also wir machen das ja schon ein paar Jahre, aber so, dass wir morgens tatsächlich erstmal einen Liter Wasser trinken. Und dann hat er, also man hat das Gefühl, dass man eben nicht hungrig aus dem Haus geht. Ja, also wir starten mit einem Glas heiße Zitrone und dann eben noch die anderen diversen Wässerchen, die wir dann so zu uns nehmen. Aber das hat uns geholfen, dann auch wirklich das Frühstück immer weiter nach hinten zu schieben. Also mittlerweile ist es immer schon so, dass wir gegen 12 Uhr dann erst was essen. Und wenn wir vorher Hunger haben, halt einen grünen Saft. Also es ist ein langer Prozess, aber man merkt wirklich, dass man, wenn man die Geduld mitbringt und sich auch mal, ja, einen Rückschlag, Rückschlag klingt immer so komisch, erlaubt, also ohne, dass man dann wirklich sich Vorwürfe macht, dass das dann wieder einen Schritt weiter gehen kann. Also wir haben da wirklich, also wir haben, glaube ich, auch 3 oder 4 Jahre gebraucht, bis wir zu dem gekommen sind, was wir eben jetzt auch praktizieren, weil wir eben auch immer zwischendurch mit solchen Schwankungen gelebt haben. Aber es geht. Ja, also auch dieses Thema Hunger, ja, da sollte man sich auch nochmal überprüfen, ob es denn wirklich Hunger ist, den man da verspürt, ja. Denn ich glaube, die meisten von uns wissen gar nicht mehr, wie sich Hunger wirklich anfühlt. Ja, das ist immer nur, ja, das ist oft, da spielt sehr, sehr viel Emotionales auch mit. Ja, ob man gerade hier diesen Appetit oder Hunger verspürt. Und man kann das aber ganz leicht für sich überprüfen, nämlich wenn dieses Gefühl kommt, dann erstmal wirklich einen halben Liter klares Wasser trinken und eine Stunde warten. Und wenn nach einer Stunde das Gefühl immer noch da ist, dann handelt es sich vermutlich tatsächlich um Hunger. Ach so. Aber in ganz vielen Fällen ist es dann einfach weg. Ja? Und dann weiß man hier, das war gar kein Hunger, weil Hunger geht nicht weg, Hunger bleibt. Ja, das ist gut zu wissen. Ja. Weil das weiß man, glaube ich, also ich wusste es bisher auch nicht. Ich habe es immer mit einem Glas Wasser, wenn ich danach noch Hunger habe, habe ich Hunger. Aber eine Stunde warten, das war mir jetzt neu. Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass das mit dem Hungergefühl vielleicht auch damit zu tun hat, wenn man so westlich isst, man stopft den Körper ja eigentlich nur mit Füllstoffen zu, ne? Also Nährstoffe sind es ja nicht wirklich. Und man merkt es, wenn man dann auf Rohkost umsteigt, also zumindest ging es mir so, man sieht ja bei vielen, die 100% Rohkost essen, wie viel Rohkost sie am Tag zu sich nehmen. Wo ich denke, oh Gott, wenn ich das sehe, die Menge, da wäre ich ja schon vom Zuschauen, bin ich dann schon satt. Also es ist tatsächlich bei mir so, dass ich 100% Rohkost gar nicht schaffe, weil ich einfach zu wenig esse. Weil da ist ja nun viel Wasser auch mit enthalten. Umso mehr muss man ja auch wieder essen. Aber ich habe eben das Gefühl, dass der Körper trotzdem die Nährstoffe bekommt, die er benötigt. Also ich habe wenig Hunger, wenn ich 100% Rohkost esse. Und dann denke ich immer, ist das jetzt gesund oder ist es doch nicht gesund? Das ist dann, ja, man läuft halt Gefahr,
gewisse Nährstoffe dann vielleicht doch oder ein gewisses Defizit an Nährstoffen dann trotzdem zu entwickeln. Das, ja, das kann passieren, aber man darf das auch nicht verwechseln. Gerade wenn man auf Rohkost umsteigt, dann treten sehr, sehr häufig sehr heftige Entgiftungserscheinungen auch auf. Ja, das heißt, man bekommt hier irgendwie so Augenränder, man sieht irgendwie verzerrt aus und verliert vermutlich auch viel Gewicht. Und ja, lässt sich eigentlich kaum vermeiden, ja, wenn man vorher irgendwie so sehr gesündigt hat, dass das auftritt. Und es ist ja eigentlich auch ein guter Prozess, ja. Also man kann ihn natürlich noch mit ganz vielen Mitteln noch unterstützen. Aber man sollte sich da nicht sofort abschrecken lassen davon. Also man sollte schon diesem Prozess auch eine Chance geben. Aber es muss sich natürlich dann auch nach einer gewissen Zeit einfach wieder verbessern. Ansonsten liegt es nahe, dass man tatsächlich irgendwas falsch macht, ja. Was meinst du jetzt, gewisse Zeit, 4 Wochen? Pi ja, Minimum 4 Wochen. Weil es ja gerade für die Zuschauer wichtig ist. So 4 bis 6 Wochen, würde ich mal sagen. Ja. Also dann Schritt für Schritt gewisse Lebensmittel, wie du sie schon genannt hast, weglassen. Ich mein, das ist ja auch ein Zeitraum, 4 bis 6 Wochen, da stirbt keiner an irgendeinem Nährstoffmangel, ja. Nein, den hat man ja eigentlich im Vorfeld schon sich angegessen, den Nährstoffmangel. Die Speicher müssen dann halt einfach wieder aufgefüllt werden. Ja, also sehr spannend, das Thema Darm, sehr umfassend. Ja. Wenn du jetzt dazu noch ganz wichtige Dinge hast, um den Umstieg oder den Einstieg in die Regenerierung zu erleichtern. Magst du da noch was dazu sagen? Ja, gerne. Also ich meine, die Ernährung ist natürlich wirklich so ein Hauptpunkt, weil das auch was ist, was bleiben muss. Ja, also man kann ja nicht irgendwie Ernährung jetzt für ein halbes Jahr umstellen und dann wieder genauso essen wie vorher. Ja, das bringt ja nichts. Aber es gibt eben auch noch so Mittelchen, die das Ganze unterstützen und begleiten. Ja, dann gibt es diese ganz, die jetzt modern geworden sind, die Probiotika. Man kann Darmsanierungen und Darmreinigungen auf ganz unterschiedliche Methoden durchführen. Ja, und da heißt es wieder, da muss jeder so sein Mittelchen finden. Bei Probiotika sollte man aber wissen, dass wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie viele Darmbakterien wir tatsächlich haben, nämlich 10-mal so viel wie Körperzellen, was das für eine Masse ist. Ja, also allein vom Gewicht 2 bis 3 Kilo, ja, nur Darmbakterien. Und also ich bin schon davon überzeugt, dass Probiotika da helfen kann und unterstützen kann. Aber man sollte auch wissen, dass man sehr, sehr viel davon braucht. Ja, das reicht nicht die Kapsel am Tag. Mhm. Ja, das verpufft regelrecht bei dieser Masse. Das heißt also, man muss sich dann schon bewusst sein, dass man mindestens so die dreifache Dosis braucht und das über einen längeren Zeitraum. Ja, und ich spreche da vermutlich von mehreren Monaten bis zu einem Jahr, 1,5 Jahre. Das kostet etwas im Monat. Das muss einem bewusst sein. Trotzdem Probiotika eine feine Sache, ja, bloß viele schreckt das ab und vor allem wissen auch viele nicht, dass wenn man damit anfängt, dass es eben oft diese typischen Nebenwirkungen gibt wie Bauchkrämpfe, ja, es geht einem eigentlich schlechter als vorher, ja, das ist eine sehr, sehr typische Nebenwirkung, die sich aber in der Regel nach 14 Tagen legt. Das Problem ist halt nur, dass die meisten dann schon aufhören. Ja, weil sie sagen, ich vertrage das nicht. Ja, das ist ja gut zu wissen, ne? Weil man denkt ja wirklich, sobald da irgendwas passiert, ich vertrage es nicht. Ja. Dabei ist es Und eine sehr, sehr kostengünstige Variante, seinen Darm zu sanieren, das wird momentan sehr von Dr. Probst, von dem Rohkostarzt, propagiert, ist der anorganische Schwefel. Mhm. Erstens mal kostet der nicht viel. Ja, und das ist quasi ein Elektronenspender. Das heißt, der arbeitet ganz anders als Probiotika. Also es werden keine zusätzlichen Bakterien zugeführt, sondern wenn der in den Körper kommt, dann verändert er einfach das Darmmilieu, so dass die Darmflora sich von selbst wieder regeneriert, dass die Darmschleimhaut sich von selbst wieder regeneriert. Das ist eine sehr, sehr kostengünstige Variante. Hat aber natürlich auch ihre Nebenwirkungen. Ja, kann ich mir gerade vorstellen. Die geringste Nebenwirkung ist der Gestank. Ja, das ist der geringste. Nach faulen Eiern. Ja,
Schwefel ist. Aber dann müsste ich das ja zu Hause, also müsste ich ja zu Hause bleiben, ne? Also wenn ich das... Ja, man muss das eben austesten, ja. Also, also die Nebenwirkungen reduzieren sich, so habe ich die Erfahrung gemacht, je besser der Zustand des Darms schon ist. Ja, wenn du natürlich in so einen komplett kranken Darm mit Schwefel, dann ist es wahrscheinlich nicht zum Aushalten. Aber man kann ja eine gewisse Vorarbeit schon mal leisten. Und wer sich für dieses Thema interessiert, da habe ich auch 3 Videos auf YouTube gemacht, genau wie das funktioniert mit der Einnahme, worauf man sich gefasst machen muss, was die Nebenwirkungen sein, mit Tipps und Ratschlägen und so. Und auch in der Facebook-Gruppe Darmbewusstwerden ist da ein sehr, sehr reger Austausch, vor allem zur Schwefelkur. Das ist spannend. Also die Schwefelkur selber, die habe ich mir noch nicht, die habe ich noch nicht ausgetestet. Ich habe ja schon viele Sachen, auf jeden Fall. Ja, schon viele Sachen probiert diesbezüglich. Die Schwefelkur, das habe ich gesehen von dem Dr. Probst, ja. Mhm. Aber ausprobiert habe ich es noch nicht, weil genau das Thema das war, wo ich denke, oh, muss ich das meinen Mitmenschen antun? Da muss ich mich ja erstmal für ein Vierteljahr in Quarantäne begeben. Mhm. Aber gut, wenn du sagst, wenn der Darm schon einen gewissen Aufbaustatus hat, dann ja, werde ich das vielleicht tatsächlich auch nochmal ausprobieren, weil ja, den hat er ja nun. Ja. Also das verringert sich dann auf jeden Fall. Ja. Das heißt, du hast es ausgetestet? Ja, ich habe es ausgetestet. Ich war unter den Glücklichen, die das Problem nur auf der Toilette hatten. Ja, also quasi, also direkt nach mir konnte keiner drauf. Aber es hat bei mir, also manche, das ist dann halt echt fies, wenn es dann zu vermehrten Blähungen führt, weil dann kannst du dich echt kaum mehr raus, also natürlich raus schon, aber in keinen geschlossenen Räumen aufhalten, wo andere auch noch. Ja, genau. Schon, ja, sehr, sehr, sehr unangenehm, aber das kann man testen und der Schwefel fängt ziemlich schnell an zu wirken, aber sobald man ihn weglässt, so innerhalb von 24 Stunden ist der Spuk dann auch wieder vorbei. Also ein Test mal am Wochenende oder so ist gar kein Problem. Ja, das ist ja gut zu wissen. Ja. Okay, also vielen Dank für den Tipp, Erika, das werde ich auf jeden Fall hier noch mit erwähnen und drunter setzen, dass man sich auch zu der Schwefelkur nochmal Gedanken machen kann, dass dann wirklich jeder für sich mal rausfindet, was geeignet ist und wie er anfangen mag. Und dann, ja, hoffe ich, dass wir jetzt hier schon mal in diesem Auftakt-Interview ja, ein bisschen anregen konnten, drüber nachzudenken, den Darm vielleicht ein bisschen mehr zu hegen und zu pflegen und ihm was Gutes zu tun, weil ja im Endeffekt Körper, Geist und Seele davon profitieren. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Investition. Dann herzlichen Dank, liebe Erika. Ja, ich danke dir.